Ich bin in Hamburg. Hamburg ist krass. Kannst du so gerade machen danach und nochmal neu so? Die Woche hat mich echt verletzt, weil ich habe meine Freunde vermisst. Tourstopp Hamburg, 040, wir sind bereit, let's go. Heute sind wir in Hamburg, ausverkauft, große Freiheit. Es wird wieder so eklig warm wie in Köln, aber da müssen wir durch, leider. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, weil die Halle riecht irgendwie nach Schimmel oder Bier so, keine Ahnung. Und immer wenn die Halle so ein bisschen verranzt ist, habe ich so ein komisches Gefühl, aber ich glaube, es wird schon. Ich freue mich auf Hamburg. Ich mag Hamburg sowieso an sich. Ich glaube, es wird eine geile Show heute. Hoffentlich. Wir haben heute einen Ehrengast da, der ja dabei ist. Vielen Dank. Mein Bruder hat Hamudi. Zwei Brüder fehlen eigentlich noch, die sonst immer bei der Tour auch dabei sind. Nabil, Ozan, die sind leider nicht in Deutschland, deswegen sind die auch nicht dabei. Ich weiß, dass wieder ein paar Dreckskinder gehen, die sagen, er hat mit seinem alten Umfeld nichts zu tun. Aber ihr kleinen Ratten, freut euch nicht zu früh. Mein Umfeld bleibt dasselbe. Die sind nur nicht in Deutschland. Ich bin nur Praktikant hier. Ich habe nichts zu melden. Sogar mein Koffer liegt einfach da auf der Straße einfach rum. Mach das schon. Selbst ist die Frau. Nein, hör auf damit. Du willst irgendwas brechen. Rechte Jackpot. Frauen müssen schleppen. Nein, ich habe gefragt, seit wann ich Schutzgeld zahle. Ich meinte eigentlich seit Anfang meiner Karriere. Ne? Ja. Also an den deutschen Hooligan-Club zahle ich auch schon. Ja. Seitdem ich 15 bin. Also ich habe eigentlich überall. Ich habe an die Clans. An die Kurdenpartei und an die deutschen Hooligans hier. Henrik war Stammführer damals. Was fehlt denn noch? An wem kann ich denn noch zahlen? Let's go. Soundcheck, let's go. Ich dachte, ich hab wieder Geburtstag, aber so. Ich auch, mein Bruder. Ich küsse deine Augen. Er schleimt so bei der Kamera nur. Warum gar nicht? Man sollte mal zeigen, was er hinter der Kamera über dich sagt. Was wird? Ich esse doch, Bruder, was hast du? Was ist mal? Erste Mal. Bester Mann, I love you. I love you. I love you. Me. I love you auch. Ich meine, so real gentleman erstmal. Das haben wir ja schon gezeigt. Wir saßen im Kino. Er lacht schon. Wir saßen im Kino, mein Schatz und ich. Okay, weil wir haben immer Dates. Welchen Film haben wir geguckt? John Wick, glaube ich, haben wir geguckt. Mm-mm. Egal, wir haben irgendeinen Film geguckt im Kino zusammen und natürlich sitzt er neben mir rechts von mir, okay? War Barbie oder so. Ich habe wieder Barbie geguckt, wir haben beide pinke Anzüge angehabt. Ich bin es ja gewohnt, dass er mich manchmal so füttert, so auf romantisch und ich ihn auch mit Schokolade und so. Und der Film fängt an und alles ist dunkel und davor hat er mich auch mit M&M's und so gefüttert. Und Schokolade, diese, keine Ahnung wie die heißen, aber er hat die ganze Zeit so auf süß, weil wir sind sehr romantisch zueinander. Und während des Films merke ich, wie so eine Hand in meine Richtung fliegt und aus Reflex denke ich, okay, er will wieder irgendwas geben. Aber vergiss nicht, das war so eine neue Daim-Schokolade, die du probiert ja, hast. Ja, Daim-Schokolade, stimmt, wallah. Diese neue Daim-Schokolade. Und ich mache so meinen Mund auf, ohne nach rechts zu gucken, weil ich ihm blind vertraue, meinem Bruder. Und ich nicht denken würde, dass er mich verraten würde. Der ist kein Schaf. Und ich hasse Schaf, ich esse kein Schaf. Und er macht so irgendwas rein und ich kau und ich merke, es ist nass, flitschig und es fängt an zu brennen. Er hat Jalapenos in meinem Mund gemacht. Und ich dachte Schokolade, das heißt, mein Gehirn war auf Schokolade eingestellt. Er hat Jalapenos in meinem Mund gemacht, ja. Bruder, und aus Reflex, ich mach so, ha, ich spuck aus Reflex raus vor mir auf einen Typ mit Glatze, spuck auf seinen Kopf. Rechts von uns sitzt ein Freund von uns, also neben Easy, der Typ dreht sich zu den Jungen und er guckt ihn an. Da dachte er was, aber ich hab doch von rechts auf seinen Kopf gespuckt. Und Easy und ich, wie sterben, und keiner weiß, was los ist, aber... Der Mann guckt ihn an und sagt, haben wir ein Problem. Er hat einen Jalapeno auf seinen Hinterkopf bekommen, Bruder. Nein, geil, Alter. Sag mal, 26.11., ja? 26.11. Warte, jetzt schneidest du wieder neu rein, ne? Ja. Okay, ich habe eine Frage. Wann ist Moody geboren? Wann? Du musst...
Ja, genau. Okay, jetzt nochmal. Jetzt nochmal neu. Hey, Quiz, Moody Quiz. Ich habe eine Frage. Wann ist Moody geboren? Sag. Ich hatte ihn nicht. Ihr dürft euch auswählen, seid ihr ein Delfin oder ein Flamingo? Oh. Ich wäre ein Delfin. Delfin. Ist zwar ein schwuler Hai, aber ein Flamingo steht auf einem Bein. Und so wollen wir nicht sein. Yeah! Sehr super nett und ich bin wirklich super toll. Frieden, weißt du, zufrieden. War krass, war zu laut. War unfassbar, ich spiel so Herz. Hamburg war krank laut. Ich freue mich auf Dortmund. Ich bin gerade nur weg von der Reeperbahn her. Ich bin im Zombieland gelandet. Da, wir sind zwar da.